Hallo zusammen, ich bin euer Vlog Dave. Endlich ist es passiert. Dieses Jahr war ich zum ersten Mal auf der Gamescom. Das ist eine der weltweit größten und bedeutsamsten Messen für Videospiele, wenn nicht mittlerweile sogar die größte und wichtigste. Natürlich habe ich dort auch wieder ein wenig gefilmt. Also folgt Vuko und mir und lauft mit uns über den Pressetag der Gamescom 2017. Auch dieses Jahr wurde wieder ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Insgesamt haben 2017 über 350.000 Leute die Gamescom besucht. Auch die Ausstellungsfläche war mit 201.000 Quadratmetern die größte bisher. Und in den diversen großen Hallen der Kölnmesse haben 919 Aussteller ihre kommenden Spiele und Produkte vorgestellt. Wir waren am sogenannten Fachbesuchertag dort. An diesem Tag kommen hauptsächlich nur Aussteller, also zum Beispiel diverse Spieleentwickler und Pressevertreter hinein. Daher sehen in diesem Video einige Gänge und Stände in den Hallen noch relativ leer aus. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Auch der Fachbesuchertag war bereits gut besucht. Das ist aber bei weitem kein Vergleich zu den folgenden Tagen, denn bereits am Mittwoch, dem ersten öffentlichen Tag für alle Besucher, waren sehr viele Leute dort. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten für Besucher, diese Spiele selbst vor Ort zu spielen und auszuprobieren. Die Warteschlangen für solche Stände können an normalen Besuchertagen sehr lang sein. Man sollte also viel Geduld und möglichst auch genug Essen und Getränke dabei haben. Auf der Gamescom sind jedes Jahr auch viele YouTuber und Streamer unterwegs. Wir haben uns unter anderem mit der lieben Reklamedame von Studio 71 unterhalten, dem guten Florian Heider getroffen und am Ende des Tages mit dem werten Herrn Firlefanz und weiteren netten Leuten ein bisschen auf der EA Aftershow Party gefeiert. Und nun seht ihr ein paar weitere Eindrücke vom Fachbesuchertag der Gamescom 2017. Viel Spaß dabei!
Alright, so, in case you don't live in Germany or Europe, have you heard of Gamescom before? And would you like to go there as well? I definitely think we will be there next year again. I also hope you enjoyed this vlog. So, thanks for watching in the first place. I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.